Warum ist das Bild nicht komplett? Muss ich gleich nochmal einstellen, richtig? Abschnitte des Spiels funktionieren unter Umständen nicht richtig. Okay. Ich habe jetzt natürlich keinen Controller. Machen wir mal die Audioausgabe. Was? Aha. Muss ich mit Controller spielen? Dann müssen wir das leider nämlich... Blicken Sie beim Anpassen direkt von vorne auf den Bildschirm. Das Muster gerade noch sichtbar ist. So, oder? Passen Sie den Wert an, bis das Bild in der Mitte gerade noch sichtbar ist. Ja, Hammer. Alles klar. Ich ja. Ja, das ist ja dieses typische. Ich habe keine. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine ID habe. Bestätigen. Ja. So, jetzt gucken wir noch mal in die Optionen. Steuerung. Waffe zielen, Angriff, Messer zücken, parieren. Untersuchen ist F. Okay, Nahkampf F. Haben wir das eh belegt? Ja. Warte mal. Waffe wechseln. Ja. Die Maus würde ich ganz gerne. Anzeigenmodus Vollbild, ja. Ja, kommt, ja, Full HD reicht, glaube ich. Deutsch, Deutsch, Untertitel. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht, ne? Untertitelgröße. Audio. Ich glaube, wir machen die Musik ein bisschen leiser. Ich glaube, wir machen alles mal ein bisschen leiser. Ja, Menü brauchen wir nicht so laut. Lautsprecher. Das brauchen wir nicht. Server brauchen wir auch nicht.
So. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an, wa? Neues Spiel. Gucken, ob meine Einstellung der Maus und so alles gut ist. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht. Dreißigster September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Hey Fabi. Sechs Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen, einer beispiellosen, von der Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Hey Faye! Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Übrigens, ich habe mir bis jetzt immer nur Resi-Teile bei anderen angeguckt. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwas mit Resident Evil selber spiele. Also seid nicht so streng mit mir und ich spiele auch mit Maus und Tastatur, weil ich meinen Controller noch nicht gefunden habe. Also, seid nicht so streng mit mir. Aber irgendwie ist die Maus. Ich hätte gerne Optionen. Ich hätte gerne die Mausempfindlichkeit ein bisschen. Warte mal. Ich hätte gerne die Mausempfindlichkeit ein bisschen rauf. Nee, das nicht. Wo finde ich das denn? Die Sensibilität von der Maus. Kamera. Controller. Weil ich finde, die Maus ist halt sehr langsam, wisst ihr? Fabi, weißt du, wo ich das finde? Normales Gameplay. Ach, hier, wahrscheinlich, ne? Ist die Maus jetzt besser? Der Kamera für das Ziel mit der Maus anpassen. Ich denke mal. Gucken wir mal. Oh ja, das ist besser. Den Polizisten suchen. Jetzt lass mal gucken. Also, sag mir Bescheid, wenn es ruckelt. Habe ich irgendwie eine Taschenlampe? Habe ich. Okay, ich habe eine Waffe. Sehe ich gerade. Kann ich hier rein? Nee,
Kann ich hier rein? Nee. Das ist übrigens nur eine Demo, ne? Das gefällt mir schon nicht. Darf ich wieder umdrehen? Das ist schon... Hier ist alles mit Stacheldraht voll. Da ist alles verraben. Ja gut. Such den Polizisten. Okay, warum soll ich jetzt rennen? Wie weit ist er denn gegangen? Wollt ihr mir irgendwas sagen da oben? Ich glaube, die wollen mir irgendwas sagen. Alles tutti. Ich selbst habe noch nicht so viele. Ja, ich würde ganz gern mal die Reihe spielen, aber dafür müsste ich mir erstmal alle Teile besorgen. Aber ich habe gedacht, die Demo kann man sich, die neue kann man, können wir uns jetzt mal zusammen angucken. Das kommt ja jetzt am 24. kommt das raus. Und das passt ja gerade zum Motto-Monat, weißt du? Ich bin halt nur gerade am gucken. Ich glaube, ich kann aktuell auch gar keine Waffe ziehen. Muss auch gerade erstmal mit der... Oh yeah! Was fängt... Was ist das denn? Ah, das ist ein Hirsch! Ist da irgendwas zu holen? Nee, ne? Yummy! Hat jemand Wild bestellt? Hat jemand Wild bestellt? Ja, Wild hat einen eigenen Geschmack, ne? Hocken. Jetzt auch alles voller Blutfetzen. Ja, ich denke mal, das ist gerade hier wie so ein Tutorial, auch so ein Stückchen. Das gefällt mir nicht. Ich möchte wieder gehen. Bei denen ist es immer, die Atmosphäre ist immer so, nee. Okay. Auf jeden Fall jede Menge Abfälle. Muss ich jetzt hier rein oder was? Ich will da eigentlich nicht rein. Darf ich erstmal so ein bisschen ums Haus gucken, was hier so los ist? Bevor ich mich da entscheide reinzugehen. Okay. Der hat auf jeden Fall sehr viel Zeug hier rumstehen. Wahrscheinlich muss ich gleich klopfen. Ist das Fallen? Was hat denn der so viele Räder hier stehen? War hier gerade ein Zeichen? Nee. Ja gut, meine Lieben. Wollen wir mal klopfen? Mal gucken, wer uns die Tür aufmacht. Warte, ich trinke vorher einen Schluck Kaffee. Ja, Wild muss man auch mögen, Fabi. Wild muss man auch mögen. Da ist eine Lampe. Hallo? Ist da jemand? Ich sehe niemand. Na dann. Muss ich jetzt wirklich klopfen? Hallo? Die geht einfach rein. Junge!
Du kannst doch hier nicht einfach reinspazieren. Ist das nicht so eine Kiste, die wir zerschlagen können? Hallo? Wild gehört auch nicht zur artgerechten Ernährung von Welsen. Ja, so kann man das auch sehen, ne? Ist nicht artgerecht. Hallo? Jemand zu Hause? Ich weiß nicht, ob ich in so einer Umgebung unbedingt... Hallo? Seid ihr da? Ist jemand zu Hause? Ja, da gehe ich gleich gucken. Ich habe so irgendwie die Befürchtung, dass wir gleich was hier... Oh mein Gott! Captain Eichhorn! Ja moin! Hallo zusammen! Erschreckt mich doch nicht so, Mann! Wie geht's euch? Ich hoffe gut! Algrabieren! Vielen lieben Dank! Hi! Hör mal, ich versuche mich gerade das erste Mal an den Resi-Teil. Und das ist die Demo aber nur, ne? Von dem neuen. Hör mal, ich hab jetzt schon. Ja. Wie geht's euch? Na, für die alle anderen, da ist. Habt ihr einen Shoutout? Schaut gerne mal vorbei. Wie geht's dir? Vielen lieben Dank für dein Raid. Also, macht's euch gemütlich und seht mir dabei zu, wie ich mir in die Hose scheiße. Hallo? Oh Gott. Ja gut. Gemütlich hier, oder? Immer Sorge, dass jemand hinter der Tür steht. Alter, warum gehen Türen automatisch zu? Muss das sein? Muss das sein? Okay, was haben wir da? Ein Spielzeug? Oh, Wunder. Was? Primitiver Talisman, das Urteil naht. Okay. Nehme ich den mit? Nein, nehme. Akte erhalten. Sag mal, bitte sieht das. Ich wollte gerade sagen, ist dann nur. Das sieht aus, als wenn hier jemand schläft? Nee. Hier ist nix. Ist hier noch irgendwas? Sind das Fliegen? Sind das Fliegen auf dem Bett? Ibäh. Ganz gut, muss aber los, die Kids sind wach. Oh, dann, ich danke dir, viel Spaß mit deinen Kids. Hab nie ein Resi-Teil durchgespielt, vielleicht sollte ich das mal angehen, aber da sind trotzdem noch so viele andere Spiele. Ja, fühle ich. Deswegen mache ich ja aktuell diese Motto-Monate, weil da packe ich dann alles rein. Aus einer, bis auf ein paar Sachen, wenn Aufträge kommen oder so, die kommen dann extra. Aber ansonsten mache ich halt, gucke ich halt, dass ich alles so ein bisschen durchspiele. Und das ist jetzt eine Demo. Warte mal. Fabi, kannst du den Link nochmal teilen von der Demo? Ja, und ich habe gedacht, ich gucke mir die mal an. Ist auch mein. Ich habe noch nie einen Teil durchgespielt oder gespielt. Groß. Ich habe mir die immer nur angeguckt. Und das ist quasi jetzt mein erster. Ja. Und ich schaue mir das natürlich alles auch in Ruhe an. Was ist das hier? Da ist ein X drauf.
Ich würde meinen, dass da gleich was rausgesprungen kommt. Hallo? Hilfe! Wir suchen ja einen Polizisten. Genau, da haben wir ja gerade reingeguckt. Wir suchen ja jemand. Was? Das kann ich nicht lesen. Also wir könnten. Okay. Wollen wir da oder wollen wir da rein? Na, welche Tür darf es sein? Ne? Aber ich vermute ganz stark, dass die zu ist, oder? Wir haben keinen Schlüssel. Okay. Da ist jemand. Habt ihr gehört? Aber ich laufe mit dem, als wäre ich besoffen. Oh no, kann ich mich hier verstecken? Oh nee.